Und dann Moinsen zum ersten Stadion-Audio-Vlog, muss ich ja sagen, mittlerweile, der Bundesliga-Saison. Es geht los gegen Bochum, erster Spieltag. Wir haben einiges abzuarbeiten, muss ich in einer anderen VfB-News-Folge auch noch machen. Den Endo konnte ich mitnehmen noch in Urlaub in Lissabon. Die Saisonprognose auch gestern, gerne nochmal reinschauen, wer es noch nicht getan hat. Ja, Spiel 1 nach Endo, vermutlich auch ohne Mafropanos, das sowieso wegen, ne, angeschlagen. Sosa aufgrund von Leistung vermutlich auch nicht, aber ich tippe den mal heute auch in keine Startelf. Kann gut sein, dass sich hier wirklich ein paar Stützen wegbrechen. Noch dabei ist ein Guirassy zum Beispiel und so Geschichten. Und natürlich auch noch dabei heute als Spezialding Karawane. Karawane kann statt, vorm ersten Heimspiel immer. Ab 13:30 geht's da los am Carré, am Kreisel. Das wird unsagbar geil. Auch wieder, hab's oft genug gesagt, zweite Liga, jetzt auch gestern wieder Bremen gegen Bayern. Diese Stimmung zu sehen, selbst im TV, Junge, das schiebt so dermaßen an. Klar, Reutlingen war auch geil auswärts, war auch dabei. Gerne abchecken, was ich nicht getan habe. Das war auch sehr, sehr geil. Und da ist Stimmung sehr, sehr gut, vor allem nach dem Regen richtig geil. Aber jetzt natürlich Bochum zu Hause vor jetzt auch nicht mehr 48, 47, sondern so 56.000 Zuschauern. Das wird schon richtig geil. Wetter ist bombastisch, vielleicht sogar so ein bisschen zu warm für manche, die nicht überdacht sind im Stadion. Deswegen passt auf euch auf, trinkt genug. Ich glaube sogar Wasserpreis auch ein bisschen niedriger für das Spiel heute. Ja, ich glaube, es sind so die meisten Infos, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Bestimmt noch ein paar vergessen. Die Woche war echt lang. Viel passiert in der Woche vor dem Bochum-Spiel. Und dazu dem noch ganz kurz, weil auch gab keinen Vorbericht. Es ist ganz klar, musst du gewinnen. Musst du gewinnen heute. Saisonstart letzte Saison komplett versagt. Irgendwann an Spieltag 10 erst den ersten Sieg geholt. Heute kommt mit Bochum direkt ein sehr wahrscheinlich mit Abstiegskandidat, Abstiegskampfkandidat. Da musst du sofort Vollgas geben, sofort gewinnen. Da dürfen auch Endo, Mafropanos, Sosa, dies, das, die Verletzungen dürfen keine Ausrede sein. Wir haben genug gute Spieler, um dieses Spiel zu gewinnen. Bochum letzte Saison zweimal geschlagen. Ich bin zuversichtlich, wir müssen das Ding holen. Ich habe extrem Bock drauf. Jetzt ist natürlich erstmal Karawane nach ins Stadion. Ich nehme euch ein bisschen mit Audio mit. Erklärung dazu in den letzten Videos gerne abchecken. Will ich jetzt nicht tausendmal wiederholen. Und dann, ja, let's go. Thank you.
Wir zählen Nummer 2 von 25 von ihrer Seele. Das ist cool. So kann man in die Saison reinstarten, aber von Beginn an wieder ein paar Stichpunkte vor mir, ganz klar Geschichte. Karawane einfach wie immer geil, es war brütend heiß, aber wie immer geil. Wir Fans zum wiederholten Mal sind einfach geil, fertig aus. Unterm Tunnel oder im Tunnel, wie immer einfach krank, weil der Ton da drin bleibt, richtig schön gebrettert, die Gesänge. Das auch, was einfach zum Fußball gehört, weil ich es in Reutlingen angesprochen habe. Die Rote Wurst fand ich echt gut, also auf jeden Fall besser als letzte Saison noch, nicht so gut wie in Reutlingen, ne? Aber besser, auch Brötchen eben, das war ist oft ein Problempunkt beim VfB im Stadion, aber Brötchen war auch gut, zumindest bei mir, wer weiß, wie es bei anderen aussah. Das hat schon alles sehr, sehr angeschoben, ne? Hat richtig Bock gemacht, richtig Vorfreude. Bist ja auch ein bisschen früher im Stadion dann, weil die Karawane schon ein bisschen früher war, zeitlich. Empfang der Spieler, wie immer, vor der Kurve, absolut krass. So, da denke ich mir jedes Mal aufs Neue, was muss da in dir durchgehen als Spieler, wenn du vor so eine Kurve einläufst? Natürlich noch viel mehr vor Choreos und so Geschichten. Das muss ja unglaublich sein, das Gefühl. Kleiner Banner gab es für Endo. Ganz schöne Aktion. Jong hat ihn ersetzt, sage ich mal. Nicht 1:1, aber eben im Kader ersetzt. Sonst war es genau gleich wie gegen Balingen und gegen Sheffield auch schon. Und dann ja, von Beginn an Druck gemacht, wach gewesen, seriös gewesen, einfach up for it gewesen, komplett. Geiler Ball von Ito auf Gerassi, eiskalt, ich wiederhole mich da, vielleicht übertreibe ich auch, ich glaube, ich übertreibe nicht, aber einfach Top-Stürmer. Einfach Top-Stürmer, fertig aus. Zweites Tor sogar gecallt gehabt, führe ich Ecke und habe gesagt, Zagadou macht das Ding rein, war auch so. Bei Zagadou auch einer der Gewinner der Vorbereitung und wenn der wirklich mal verletzungsfrei bleibt, ein bisschen länger, dann ist ein absoluter Gewinner hinten drin, natürlich auch nach dem Abgang von Mavropanos, der jetzt immer wahrscheinlicher wird, auch der natürlich immer noch gesetzter dann. Selbe gilt auch für Silas, auch der beide absolute Hoffnungen, Silas ist ja auch sehr stark aus der Vorbereitung rausgekommen, auch körperlich nochmal zugelegt. Riemann vor der Halbzeit noch eine Riesenparade, sonst hat er auch Jong bei seinem Startelfdebüt direkt getroffen, so mit 2:0 zur Halbzeit rein, passt so.
Silas Doppelpack noch, sehr schön für ihn, wie gesagt, Gerasi noch zum 15-0 und damit war das Ding dann durch. Auch zu erwähnen natürlich ganz klar, zwei Vorlagen jeweils für Stenzel, für Kalle und auch für Führich. Und ja, vom Team schwierig da jetzt irgendwie groß was drauf einzugehen, weil wirklich keiner in der Leistung wirklich abgefallen ist. Klar, die Tore schießen nochmal ein bisschen höher in der Bewertung, aber sonst passt das alles. Anton als Kapitän, seinen Job gut gemacht, gute Wahl als Kapitän nach Endo jetzt eben. Bochum haben wir zwar in der Halbzeit ein bisschen kommen lassen zum Start, aber sonst, ja, absolut dominant gewesen. Bochum, muss man aber auch sagen, auch keinen wirklich guten Tag erwischt. Nur Befreiung und Langholz irgendwie meist bei den Bochumern. Noch ein wilder Viererwechsel dann, auch noch Sosa nochmal seine Einwechslung bekommen, aber vor allem eben auch Massimo, der dann, klar, Wagnermann aktuell noch verletzt und so Geschichten, aber dann wohl doch ein bisschen näher am Kader ist, als ich vielleicht gedacht hätte, Milosevic reinkommen, das heißt, der ist gerade in der Hierarchie auch noch vor Sanko, was ich auch sagen muss, dieser Hey VfB-Fangesang, den es so leicht auch schon in Reutlingen gab, aber jetzt hier volle Kanne als neuen Fangesang, sage ich mal, richtig geil. Der ballert, der geht nach vorne, sehr, sehr geil, diesmal auch natürlich 53.000 Zuschauer, statt letzte Saison noch so circa 47.000 und irgendwann, ja, war es halt einfach nur noch am Grinsen, so, muss ich ja sagen, es war einfach wunderschön, wieder hier auch immer der gleiche Gedanke bei sowas, was hier drin wäre, weil die Stimmung heute war richtig, richtig stark, was hier drin wäre in der Kombination aus Fans und Spieler oder Kader, eben Zusammenhalt in dem Sinne, den es ja oft genug gibt, plus eben noch mehr Leistung und mehr Ergebnisse von den Spielern, von der Mannschaft, was hier möglich wäre, wenn wir ein bisschen erfolgreicher wären in Sachen Stimmung, in Sachen Euphorie, in Sachen generell dieser Verein, ist krass. Deswegen, ja, schade, dass es die letzten Jahre einfach nie wirklich drin war. Bochum-Bayern-Fanfreundschaft dann eben auch so ein bisschen gepasst, ein bisschen witzig gewesen, weil durchs 5-0 Spitzenreiter. Aktuell viele Gesänge, die musst du auch bringen, die gehören dazu. Euphorie pur gewesen, Laola-Welle, alles und tatsächlich auch so ein bisschen Fürth-Flashbacks. Ne? Vor zwei Saisons, erstes Heimspiel, 5-1 gewonnen gegen Fürth und Woche drauf, weil wir haben ja Spieltag 2 und 3 wie letzten drei Saisons am Stück. Die Woche drauf gab es dann 4-0 in Leipzig aufs Maul, dann kam noch Freiburg danach, wie bei uns jetzt auch. Nächstes Spiel ist Leipzig auswärts und danach Freiburg zu Hause. Also natürlich das, ja, geloben wir mal Besserung nächste Woche in Leipzig, ohne da jetzt viel zu erwarten, sage ich mal von Beginn an. Aber zumindest mal nicht abschlachten lassen, weil 5-0 auch schon alleine fürs Torverhältnis natürlich sehr, sehr geil ist, wenn es auf Saisonende zugeht. Und auch hier ganz generell ist klarer Fall von Kirche im Dorf. Wir freuen uns alle. Ich habe total geil gewesen, so super geiler VfB-Tag. Besser als fast nicht laufen können, gefühlt nichts irgendwie zu beanstanden. Aber natürlich ganz klar Kirche im Dorf lassen. Es war auch das ohne Disrespect oder sowas. Es war in Anführungszeichen nur Bochum, also in Anführungszeichen, also nur ein Abstiegskampf mit Kandidat vermutlich, weil, muss man auch sagen, Bochum letzte Saison solider drin geblieben als wir, ne? Die sind direkt drin geblieben, mussten keine Relegation spielen, also nichts gegen Bochum, aber war nicht deren Tag heute. Find auch hier nochmal, danke fürs Feedback da nach Reutlingen, ist eben einfach gerade aktuell die Lösung so, muss man sich so in Anführungszeichen damit abfinden, aber ich finde auch, dass das Audio diesmal im Stadion nochmal viel, viel geiler klang, gab auch ein paar, die es auch gut fanden, natürlich ein paar, die es nicht gut fanden, alles in Ordnung, habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Leute, die es nicht gut finden, einfach hier von Intro direkt zum Spielfazit vorgehen, vorspulen, ganz klare Geschichte. Und ja, bevor ich unten heißen Brei rede, gibt es, glaube ich, nicht allzu viel mehr zu sagen. Gerne eure Meinung ab in die Kommentare unten. Natürlich auch wie immer gerne kostenlos Abo und Like da lassen. Ganz klar Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.